So, ich bin hier am Leveln mit deinem Beschwörer. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, jetzt spielen wir ein bisschen mit dem Barbaren. Der ist, wie Sie seht, schon Level 27 und geht langsam vorwärts. Also richtig toll, dass Leute sich bereit halten und zu leveln. Und jo. Mir macht's Spaß so. Und euch vielleicht bald auch. Also wir helfen jedem, der einsteigt. So, rutscht man nur runter da, wenn die Blöden greifen. Die können natürlich irgendwo hoch oder runter gehen. Das ist ein bisschen blöd. So, heute ohne Frost, das ist auch morgen früh um 4 oder 5 Uhr. Und Floster schläft in die Zeit natürlich. Eigentlich ich auch, aber da ich meistens nicht so lange schlafen kann, bin ich dann schon wach. Jo, und deshalb nehme ich jetzt mal auf, weil es spannend ist. Ja, spannend nicht, aber immerhin ein bisschen besser als Questen immer oder immer, ja, ausruhen nach dem Kloppen. Und ja, so kommt man auch schneller dann in die Warzone, wo das spannende Gameplay ist. Eine sehr, sehr nette Community hier auf Ignis. Das ist viel, viel besser als auf Syrtis und auf Alesios, wo ich auch schon Let's Play darüber gemacht habe, wie ich bei Alesios bin. Ja, in Alesios war so, dass ja die meisten Leute einfach mal ja extrem passiv war und auf Syrtis haben die meisten Leute geblödelt und ja dort hatte ich ja war ich ja in der Gilde, also im Clan Green Hell und die waren damals noch recht nett. Heutzutage sind sie ja eher Levelkiller. Und jo. Deshalb, ja, kann ich es irgendwie nicht verstehen, was da mal passiert ist. Wahrscheinlich ist der Anführer oder die Anführerin, ist es ja, weg. Und jetzt hat es einen Umschwung gegeben. Aus Langeweile killen sie nur noch Leveler oder machen anderen Scheiß. Ja. So passiert es halt mit dem Game. Die Community ist auch eigentlich das Schlechteste manchmal. Das Game ist sonst eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die Werbung fehlt halt. Die motivierenden Sachen fehlen halt ein bisschen. Aber eben, wenn wir jetzt dann richtig eine große Community haben mit dem Clan, der Floster macht, wir sind nämlich schon mit 7 Mitgliedern, wir brauchen nur noch einen, um dann ja, einen Clan zu gründen. Und ja, ich freue mich drauf. Dann gibt es da auch ein bisschen mehr, wo wir vielleicht mitmachen hier im Video. Und ja, mal schauen. So, die andere ist wahrscheinlich kurz AFK. Muss mal schauen, ob ich noch einen schaffen kann. Ja, ich denke, den schaffe ich, ne?
Ah, oh, nicht Dehnungswelle. Die muss, den muss ich rausnehmen, der hat nämlich Cooldown. So, jetzt gehe ich wieder nach oben zu ihr. Also zu ihm eher gesagt, es ist ein Er, aber er hat... Okay, sie ist weg. No. Er ist weg. Okay, ich denke... ja. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter kämpfen hier bei den gelben und blauen. Ohne sie, vielleicht kommt sie ja wieder. Und sonst machen wir noch Quests. Weil der Part, der geht noch lange. Der hat da erst angefangen. Ja, ich bin momentan richtig motiviert hier in Regnum zu leveln. Und es macht auch mehr Spaß als vor 10 Levels und so. Keine Ahnung, vielleicht weiß nicht mehr so schnell geht. Oder sonst irgendwas. Jo. Ah, tollwürdiger Hitler ist jetzt oben. Darf ich mal greifen an. Kampfstab. Voll das schicke Teil. Voll weiß. Voll blanco. Ah, da ist sie. Da ist sie. Hat mich wahrscheinlich gesucht. Ich war ja nur hier unten. Okay. Ach komm. Ja. Sie hatten einen Crash gehabt, deshalb gut. Da ist sie ja wieder. Hyänen angreifen. Ich sag schon Hydra. Vor lauter Hydren. Aber die sind nicht in dem Game. Ich weiß nicht, gibt es in diesem Game eine Hydra? Ja, wenn man Crash hat, dann geht man einfach auf. Da kommt man wieder. Vielleicht war sie auch müde. Nein, nein. Oh je. Ich war auch immer gerne Beschwörer. Hat ja einen recht großen, hohen Beschwörer in Cities gehabt. Und in, nein, in Ding war ich ja ein Ding, in Alcius war ich ja ein Hexenmeister, genau. Der war da Level 53, glaube ich. Auf den war ich stolz. Der Barbar, der war schon Level 55. Ja, da habe ich damals nicht mehr aufgenommen. Weil ich auch noch Probleme mit Flaps gehabt habe damals. Schon immer Probleme gehabt habe. Als ich 2009 meine ersten Videos aufgenommen habe, habe ich die gar nicht hochgeladen. Damals war durch meinen PC, meinen uralten PC, Flaps so extrem langsam, dass ich nur auf schlechte Qualität hochladen könnte. Und ja, die sind jetzt auch nicht mehr auf meinem Kanal. Hatte da sowieso fast keine Zuschauer. Aber eben,
Ich weiß noch, wo ich 6 Abonnenten hatte. Wo ich 0 hatte, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber alle 6 Abonnenten waren meine Kollegen. Und ja. Eben ohne Videos kann man halt auch nicht erfolgreich sein. Man ist sogar mit 2000 Videos noch nicht erfolgreich manchmal. Kommt drauf an, was man für Videos macht. Aber auf YouTube wird man halt nur erfolgreich, wenn man Videos macht, die es noch nicht viel gibt, die recht schnell gefunden werden und die eine Community aufmachen, also eine Community bilden, oder? Gut, etwas zu diskutieren haben und so. Und das mache ich leider nicht so, also ich sage immer wieder, wenn ihr irgendwo Lust habt zu diskutieren, ich bin bereit, ja. Aber, ja, ich kenne jetzt mehrere YouTuber, die haben schon mehr als 3000 Videos und haben erst ungefähr 60, 70 Abonnenten und das zeigt zwar, dass man, egal wie viele Videos man hochlädt, durch die Menge Videos wird man nicht erfolgreich. Und ich bin glücklich, dass es bei mir wenigstens jetzt läuft. Also, jetzt habe ich ja 355 Abonnenten und das freut mich schon extrem. Also, ich hätte nie gedacht, dass ich über 200 komme. Ich hätte nie gedacht, über 100. Und jetzt sind wir schon 355 auf diesem Kanal. Das ist einfach nur genial. Und so langsam kommen auch die Leute, die mit mir was anfangen, also mit, ja, mit etwas Spaß haben wollen. Und ja, je mehr wir sind, desto öffentlichere Videos mache ich, wo ihr mitmachen könnt, wo ihr Spaß habt. Und ja, dann machen meine Videos sicher auch da mehr Spaß. Ja, das freut mich. Das freut mich riesig. Und ja, es ist halt noch ein bisschen gestreckt. So, ich sage ihr mal, oder ihm, dass wir jetzt runter zum Strand gehen, schauen, ob es dort Dinge. Wollen wir runter zum Strand? Dort gibt's nicht mehr XP. Bisschen orange Kreaturen angreifen. Naja, es ist halt nicht sehr viel, was man von Mobs momentan bekommt. Oder nur noch bekommt. Reichsquests machen mehr Dinge, aber das mache ich natürlich nur, wenn ich alleine bin. Weil Reichsquests extrem langweilig sind. Hier hätten wir sehr große schwarze Witwe. Skelett hält. Hier haben wir zwei Schätze, die bringen überhaupt nichts. Die da vorne sind Fehler. Hier gibt's schöne Cobras. Die geben zwar auch nicht mehr XP, aber immerhin.
Ich habe fast keine Buffs mehr. Ich bin ein bisschen langsam geworden. Das ist schon stark, der Blutdurst. Das ist ein richtig geil. Darum liebe ich auch den Baba. Mal ein bisschen mehr Action. Der erhöht die Angriffsgeschwindigkeit doch schon recht gut. So, eine schwarze Witwe. Oh, die wäre für meinen Jäger dann gut. Das muss schön aussehen. Aber bis ich so weit oben bin mit dem Jäger, kann ich schon andere Kreaturen beschwören. Zum Beispiel ein Skelett halt. Vielleicht. Keine Ahnung, aber. Ja, ich glaube, Monster gehen auch. Hallo? Greif doch an. Ach komm, hey. Jetzt mache ich noch weniger Damage, weil das Ding abläuft. Blutiger Stoß. So. Skelett hält. So nicht, wenn die schon in der Nähe sind. Aber wir gehen lieber wieder zurück hier. Zu die Schlange da oben. So. Also eine schöne Levelfolge. Auch wenn es eben sehr langsam geht. Aber jetzt geht es in diesen Spielen immer so. Ich nehme mal die Kiste. So. Dann hier. Königskobra. Sehr groß, das sind wir schon lang. Also, die Kreaturen sind recht schnell groß geworden. Am Anfang waren alle so noch mini. Und jetzt sind sie schon Königskobra in sehr groß. Aber immerhin keine Greifen mehr. Bisschen mehr, aber so. Ah, jetzt bin ich so schwach. Und diese Schlange töten. Ja, aber es geht. Also vorher war ich ja noch hier. Es geht mit dem Erfahren kommen. Aber, naja, es ist doch noch schon recht lange. Da oben ist die Anführerin der Spinnen, der schwarzen Witwe. Und Items bekommt man auch irgendwie nicht mehr so viel. Ich hoffe später. Ja, ich denke später dann wieder. Momentan ist es richtig flaute. Keine Ahnung, was die Entwickler manchmal denken. Und wieso. Entwischt der mir, wenn ich den Angriff einsetze mal. Oh, Eier. Für was soll ich Spinneneier? Ich frag mich, für was die Loots sind. Nur zum Verkaufen? Weshalb? Für was muss man sich Sachen verkaufen? Wenn man von Quests das 20-fache bekommt. Nicht aufhören. Jetzt sind wir schon beim weiteren Strich. Ja, hier geht es ein bisschen schneller als bei den Greifen. Keine Ahnung, wieso die Greifen so wenig machen. So wenig geben.
Ja. Gestern Abend habe ich The Avengers 2 geschaut. Und ja, war richtig cool. Ist ja im Kino momentan. Und der Film ist eigentlich recht spannend. Und oh, schöner Bogen. Wo sind eigentlich die grünen Items? Sonst hatte ich doch immer mit 16, 27 schon grüne Items. Leider sehr, 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 sehr und nochmal sehr selten. Die grünen sind dann die seltenen Items. Die seltenen Items. Und das sind die magischen Items. Moment. Steht nicht mal. Ah, Spezial, ja. Das sind die Spezial-Items. Die seltenen Dings sind dann die. Ja, rare heißen sie hier. Und dann gibt es ja noch die blauen, glaube ich. Und die lilanen. Die lilanen sind das wahrscheinlich die Unix. Oder die Legendaries. Ihr seht auch sicher diesen Malus, den man bekommt, wenn man Gelbe angreift. Man macht viel weniger Schaden. Die hat man schneller down. So. Oh, es ist schon langsam hell draußen. Da haben wir schon 6 Uhr oder was? Leider kann ich es jetzt gerade nicht nachschauen. Naja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. 7,5 Striche komme nicht so viel XP. Gelb. Nur. Okay, mein Vater war auch schon weg, der kommt jetzt. Naja,
Sonst mache ich Akkus bis Level 30. Weil es bringt jetzt wirklich nicht so viel. Keine Ahnung, ab wann es wieder ein bisschen besser wird und ab wann es dann ganz scheiße wird. Nein. Ja. Gibt mehr XP. Oh Mann, meine Katze am... Oh. Jetzt kommt der Terror. Oh, das ist ein Anzug. Nicht da. Den nicht mehr. Den nehmen wir nicht. Sollten wir nächstes Mal ein bisschen schauen. Dann töten wir die große Kobra. Ja, die ist. Ich will die. Nehmen wir die Kobra. Die ist immerhin kein Anführer. Und wir haben eine kleine Schuppenhaut auch, Loot. Oh Gott. Dann gehe ich ja weiter weg. So. Und die schwarze Witwe hier. Bisschen erkunden. Nebenbei Monster töten. So Stück für Stück machen. Gehen wir hier weiter. Irgendwo gibt es sicher orange Gegner. Die gehen zwar länger zum Killen, geben aber mehr XP. Jo. Momentan ist es wieder ein bisschen langsamer, weil die Buffs ausgelaufen sind. So, Blutdurst wieder. Oh, jetzt sind wir schon recht weit. So, wir gehen hier drüben. Hier gibt es wieder mehr Gelbe. Okay. So. So, wieder ein bisschen reden. Ja, momentan bin ich recht viel am Fitness machen. Draußen joggen und Fußball spielen. Ja, es ist richtig entspannt und so. Ja, entspannt nicht, aber dann, wenn ich aufnehme und so, kann ich mir immer schön entspannen. Dann bin ich wieder fit, mache ich wieder Sport. Und finde es richtig genial eigentlich, dass man so zwei unterschiedliche Hobbys hat. Und eben dann auch sehr viel fitter, gesunder lebt und alles Mögliche. Aber natürlich tun sich die zwei Hobbys ein bisschen gegenseitig schlecht machen. Aber
Ja, wenn man alles gut einplant und so, ist es eigentlich ohne Problem auf weites möglich. Ich brauche momentan so wenig Schlaf, weil ich gedrehte Feuerstab. Den bewahre ich nicht auf. Wir kommen back. Und findet sie mich, bevor ich sterbe. Knapp. Nehmen mal das Gestein. Ah, es ist gar kein Gestein. Okay. Irgendwo muss es doch orange Gegnerball geben. Wo sind die? Beim Tor jetzt? Sind die dann orange? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich bin ja ein neues Level gewesen. Schon ein paar neue Level. Seit ich mich wieder geschaut habe, wo es Gegner gibt. Ja. Da unten gibt es Wölfe, aber die sind hellgrün. Kamerabug. Momentan gibt es genau drei Games, die ich die ganze Zeit spiele. Das hier, Champions of Regnum. Minecraft und Path of Exile. Sonst eigentlich gar nichts. Ja. Ich könnte dann bald wieder was Neues installieren und spielen. Aber momentan habe ich schlechte Dingplatz, Speicherplatz. Da geht fast nichts mehr drauf, weil die Videos auch sehr groß sind. Sonst noch Mountain Blade Warband. Aber da die Videos ja nicht so beliebt sind, tue ich sie auch nicht so viel Let's Playen, also die Parts raushauen. Hier bei Champions of Regnum ist es natürlich viel beliebter. Und deshalb kommen auch viel mehr Parts. Also bei mir kommen je nach Beliebtheit mehr Parts oder weniger. Und ja. Weil es mir dann auch viel mehr Spaß macht, weil die Videos geschaut werden. Ich auch ohne auch mit Grund etwas erzählen kann oder so, weil die Videos eben geschaut werden. Und ja. Und dann weiß ich auch, ich kann wieder mal einen Livestream machen, der auch geschaut wird von wenigstens 5 Leuten oder so. Jo. Also eben, bei mir lohnt sich's zu schauen, zu liken, alles mögliche. Sehr. Vor allem Kommentare bewirken viel. Und ja, wenn ihr eben irgendwas auf was Lust habt, was ich machen soll, dann dürft ihr natürlich das gerne wünschen. Also wenn ihr mit mir aufnehmen wollt, wenn ihr hier zum Beispiel Champions of Regnum gerne mit mir zusammen sein wollt, irgendwas machen wollt, dann kann ich natürlich das gerne machen mit euch. Ich kann euch zum Beispiel leveln auch und sonst mal schauen, ob ich einen Beschwör mache, aber ich denke schon. Sonst gibt's Mega Coolman, der einen Beschwör macht, wenn er überhaupt Bock aufs Game hat. Momentan ist er erst Stufe 5 mit dem Beschwör. Aber ich denke, er wird die Lust auch finden.
So, ich denke, ich mache jetzt das Video dann zu Ende. Ja, das Video hat mich jetzt recht viel Spaß gemacht. Ist halt ein bisschen eintönig oder so. Aber das ist nun mal Champions of Regnum ist ein richtiger Asia-Grinder aus Argentinien. Die Entwickler sind wirkliche Vollpfosten gewesen, als sie das gemacht haben. Sie dachten, sie könnten mit so einem Asia-Grinder erfolgreich werden oder so. Ja, das ist es nicht geworden, aber immerhin haben sie sehr viele Deutsche, die spielen. Also andere Genres oder so hätten niemals den Erfolg gehabt, was Champions of Regnum hatte, auch wenn er minimal war. Und ja, eben die Entwickler können glücklich sein, dass sie so viel verdient haben. Ich weiß nicht, was sie bisher gemacht haben mit dem Geld. Ich glaube, sie haben noch ein anderes Game, NGD Studios. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was. Und die Dinge spackt auch ein bisschen herum. Die Spinne. Itzy bitzy spider. Ja. Ich habe Lust, noch weiterzumachen, aber ich werde jetzt mal. Ja, genau. Geh du runter. Und ich treffe wieder so schlecht. Manchmal treffe ich gut, manchmal treffe ich schlecht. Und hier sind Agro-Mobs. Da, hier kommt sie wieder. Dankeschön. Sie will auf den Kopf bekommen. Voll auf die Fräse. So, also dann beende ich das Video. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.